Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Ich sitze schon den ganzen Tag herum, schau an die Wand und puste Luft herum. Blick auf die Uhr, die Zeit, sie geht nicht um. Ich brauch endlich Ferien, doch nächste Woche ist endlich vorbei. Noch fünfmal Schule und dann komplett frei. Dann geht's ab in den Urlaub, Mann, wie geil. Ich brauch endlich Ferien, doch wenn da nicht diese ganzen Hausaufgaben wären. Ich muss was machen, sagt, wer kann mir das erklären? Nehm meine Sachen und ich fang an zu lernen. Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Wie soll das denn alles gehen? Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich will endlich Ferien, doch vorher muss ich lernen. Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Was steht heute bei dir an? Hast Bock aufs neue Freibad nebenan? So Wetter, dass man nicht nein sagen kann. Ich brauch Ferien. Ach, leider muss ich heute absagen, Mann. Sei Stunden an den Hausaufgaben dran. Ich komm schnell rüber und helfe dir dann. Ich brauch Ferien. Schau, hier sind die Sachen, ich kann's nicht verstehen. Was soll das bitte sein? Wie soll das bloß gehen? Müsste ich sowas lernen, würde ich nicht bestehen. Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Wie soll das denn alles gehen? Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich will endlich Ferien, doch vorher muss ich lernen. Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Oh Mann, Mathe ist echt kacke. Was ist 3 plus 4 Quadrat? Taschenrechner ist parat. Was hier für ein Zahlensalat? Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Was ist 3 plus 4 Quadrat? Taschenrechner ist parat. Was hier für ein Zahlensalat? Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich will endlich Ferien, doch vorher muss ich lernen. Ich schau verwirrt ins Mathebuch und frag mich nur wie. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mir geholfen haben. Auf der einen Seite der Lennart, der die zweite Kamera gemacht hat, und natürlich Joshua, der mal wieder wirklich gefühlt alles gemacht hat. Deswegen schaut auf jeden Fall bei beiden auf Instagram vorbei, ist beides unten verlinkt und steht jetzt hier. Schaut bei mir auf Instagram vorbei, abonniert diesen Kanal, abonniert auch gerne Joshua auf YouTube. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.